So viel testen wie nur möglich. Das gilt als eines der wichtigsten Mittel im Kampf gegen das Coronavirus. Zu Beginn der Ausbreitung in Deutschland standen nicht genügend Tests zur Verfügung. Inzwischen sind die Kapazitäten auf fast 900.000 pro Woche aufgestockt worden. Doch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts werden derzeit nur gut die Hälfte aller Testkapazitäten genutzt. Selbst wer sich mit Krankheitssymptomen testen lassen will, wird mitunter abgewiesen. Ich habe momentan 38,4 Grad Fieber und trockenen Husten und wollte fragen, ob ich mich auf das Coronavirus testen lassen kann. Ich rufe bei der Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes an und will wissen, wie einfach ist es, mich in einem Testcenter auf das Covid-Virus untersuchen zu lassen. Ob ich Kontakt hatte zu jemandem, mit dem der positiv getestet wurde? Nee, in den letzten zwei Wochen nicht, dass ich wüsste zumindest. Die Testkriterien sind streng. Dabei sieht die Realität zurzeit oft so aus. Leere Corona-Testzentren, ob in Gießen oder in Frankfurt. Der Andrang überschaubar. Witold Rack, Arzt an der Corona-Schwerpunktpraxis in Gießen, hält die Testkriterien des RKI für grundlegend richtig. Dennoch könnte man hier mehr leisten. Unser Appell ist, dass natürlich Hausärzte die primäre Anlaufstelle für Patienten bleiben. Aber wir die Testkapazität so weit hier haben, dass wenn der Verdacht für oder auf Covid-19 besteht, dass man hier einen Termin vereinbaren kann. Vor einigen Wochen war das noch ganz anders. Lange Schlangen vor den Testzentren und überlastete Labore. Nun sind auch dort deutlich mehr Möglichkeiten vorhanden. Aber der Besuch in der Corona-Ambulanz, der ist etwas spärlicher, als er vielleicht noch vor 3-4 Wochen war. Insgesamt haben wir 3-mal so hohe Kapazitäten, als wir tatsächlich testen. Nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts werden zurzeit nur etwas mehr als die Hälfte aller Testkapazitäten abgerufen. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, sieht keinen Grund daran, etwas zu ändern. Der Vorwurf, wir würden zu wenig testen, ist schlichter Unfug. Wir haben die höchsten Testquoten weltweit, kann man sagen. Wir haben auch sehr früh schon begonnen zu testen, bereits im Februar. Und das Absinken der Tests bei steigenden Kapazitäten ist schlicht und ergreifend darauf zurückzuführen, dass die Erkrankung eben zunehmend seltener auftritt. Eine höhere Anzahl von Tests hätte aber viele Vorteile. Konkrete Lockerungen könnten so faktenbasierter begründet werden, so der Virologe Alexander Kekulé. Grundsätzlich ist es so, dass wir die Testkapazitäten enorm erweitern müssen, weil wir ja jetzt in eine Phase kommen, wo viel Testen auch viel Freiheit bedeutet für uns. Es geht um das Lockern des Lockdowns. Und immer dann, wenn wir Menschen testen können, dann können wir risikoangepasste Maßnahmen treffen. In meinem Fall kassiere ich eine Absage. Ich könnte mich nicht testen lassen. Also Sie können mir jetzt die Adresse von einem Testcenter nennen, aber die werden mich wahrscheinlich abweisen, weil ich nicht die Kriterien des Robert-Koch-Instituts erfülle. Okay. Trotz ausreichender Kapazitäten. Danke, tschüss. Einen Corona-Test zu bekommen ist zumindest heute für mich noch schwierig. Ja, wird also mehr getestet oder nicht? Das ist irgendwie die Frage, die in diesen Tagen für Verwirrung sorgt. Vielleicht kann er das aufklären. Georg Maskolo vom Rechercheverbund des NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Herr Maskolo. Hallo, guten Tag. 900.000 Tests pro Woche sind momentan möglich. Die Hälfte wird überhaupt genutzt. Wie kann das sein? Ich kann es mir nur so erklären, dass wir ja eine lange Phase erlebt haben, in der Tests tatsächlich sehr knapp gewesen sind, in der man darüber hat nachdenken müssen, wen testet man jetzt vorrangig, also diejenigen, die besonders gefährdet sind, medizinisches Personal beispielsweise. Aber diese Phase ist vorbei. Wir haben es gehört, hohe Testkapazitäten, solche, die nicht ausgelastet sind. Das heißt, was es jetzt braucht, ist eine neue Strategie, wann und wer getestet wird. Ich glaube, wir erleben ja die ersten Schritte dahin schon. Baden-Württemberg beispielsweise hat schon vor Tagen erklärt, dass sie die Tests massiv ausweiten werden über die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts hinaus. Auch das Robert-Koch-Institut hat erklärt, dass jetzt schon bei leichten Infektionskrankheiten, welcher Art auch immer, der Atemwegserkrankungen getestet werden sollte. Es zeichnet sich ab, dass medizinisches Personal, das ja sehr häufig auch in der Vergangenheit nur dann getestet worden ist, wenn es Symptome zu erkennen gewesen sind, dass das regelmäßiger stattfindet. Alten- und Pflegeeinrichtungen, aber auch Gemeinschaftseinrichtungen beispielsweise wie Flüchtlingsheime. Also überall da, wo Menschen auf engem Raum beieinander sind und gar keinen physischen
Abstand zueinander halten können oder nur sehr schwer. Ich glaube auch, dass es dringend Zeit ist, dass wir jetzt eine neue solche Strategie sehen und dass sie auch möglichst bundeseinheitlich stattfindet. Wobei man sagen muss, dass die Frage, wo wann getestet wird, auch nicht überall gleich sein muss. Ich bin davon überzeugt, dass es zum Beispiel sehr viel Sinn macht, viel zu testen dort, wo wir ein großes Ausbruchsgeschehen haben, neue Infektionsketten oder da, wo das Virus weit verbreitet ist, in Teilen Bayerns beispielsweise, wogegen man möglicherweise in anderen Teilen des Landes, wo das Infektionsgeschehen insgesamt sogar rückläufig ist, man weniger tun muss. Also eine regionale Unterscheidung, wo teste ich in welchem Umfang. Das ist der Blick in die Zukunft. Schauen wir noch mal ganz kurz auf das Hier und Jetzt. Denn momentan scheint das nicht überall möglich zu sein, sich testen zu lassen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, selbst mit Symptomen. Wer blockiert denn da wen am Ende? Ich bin nicht sicher, ob es eine echte Blockade ist, aber ganz sicher ist beispielsweise nicht hilfreich, dass die Frage der Kosten nicht geklärt ist, dass die Krankenkassen sagen, naja, wir übernehmen das dann, wenn jemand Symptome zeigt. Aber wenn es hier um den generellen Gesundheitsschutz geht, um eine Abwehr nach dem Infektionsschutzgesetz, dann ist dafür der Bund oder das Land zuständig. Die müssen auch die Kosten übernehmen. Ich kann nur sagen, so ein Test kostet ja tatsächlich nicht die Welt. Und wenn man sich die verheerenden Auswirkungen anschaut, die die letzten Wochen auf unsere Wirtschaft gehabt haben und Tests uns eine größere Sicherheit verschaffen, was das Infektionsgeschehen angeht, möglicherweise auch mehr Freiheiten verschaffen, dann kann es, glaube ich, keine Frage der Kosten sein. Dann muss eine schnelle Einigung her, welche Anteile die Krankenkasse trägt und welche Teile dann möglicherweise der Staat übernimmt. Baden-Württemberg hat sich beispielsweise so schon entschieden und hat gesagt, wir finanzieren das jetzt einfach erstmal. Und dann gucken wir mal, wer es am Ende übernimmt. Aber es wäre doch, halte ich für den richtigen. Aber es wäre doch Aufgabe des Bundesgesundheitsministers zu sagen, wir machen das jetzt, wir haben die Kapazitäten, also testen wir auch mehr. Ja, Bundesgesundheitsminister hat ja einen Gesetzentwurf vorgelegt, wo es darum geht, dass die Kassen solche Tests regelmäßiger finanzieren als bisher. Ich würde allerdings sagen, dass eine schnelle Einigung auch jenseits eines Gesetzgebungsverfahrens hier eine gute Lösung ist. Und ich würde mal vermuten, dass in der heutigen Konferenz zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten eben dies eine Rolle spielen wird. Wie kann man diese Testkapazitäten, die man jetzt mühsam aufgebaut hat, wie kann man sie jetzt auch tatsächlich auslasten und das schnell? Sehen Sie das auch so, dass wir, solange wir keine App haben, die sozusagen Ansteckungswege nachvollziehbar macht, wir auch mehr Tests benötigen? Ja, ich glaube, wir brauchen die App und wir brauchen die Tests. Das, was wir jetzt in den vergangenen Wochen erlebt haben, ist ja, wenn man so will, dafür, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden, ein Rückgriff auf die ältesten Methoden der Seuchenbekämpfung an sich. Bleib zu Hause, vermeide Kontakt, sieh zu, dass du dich irgendwie nicht ansteckst. Wir suchen dringend nach einem intelligenteren Weg, wie wir mehr Freiheit, mehr Freizügigkeit, mehr normales Leben, wirtschaftliches Leben wieder zulassen können. App und Testung war nach Überzeugung aller Experten zwei ganz wesentliche Säulen. Die App steht uns unglücklicherweise noch nicht zur Verfügung. Ich fürchte, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber die Testkapazitäten haben wir nun und wir sollten sie so schnell wie möglich auch klug einsetzen. Ist es eigentlich Ihrer Meinung nach zu früh, auch schon darüber nachzudenken, welche Lehren Gesellschaft, aber auch eben Politik aus einer solchen Krise ziehen sollen oder auch müssen? Ja, ich glaube, dazu ist es nie zu früh. Jens Spahn hat ja ganz früh in der Krise schon gesagt, dass er sich jeden Abend hinsetzt und sich Notizen macht, weil er sieht, welche Schwachpunkte jetzt erkennbar werden in der Pandemievorbereitung. Es gibt im Krisenstab eine eigene Einheit, die sich mit genau mit dieser, welche Lehren ziehen wir aus all dem eigentlich, beschäftigt. Das ist gut und richtig. Ich würde allerdings darüber hinausschauen und sagen, so wie wir in der Vergangenheit die Bedrohung durch eine Pandemie nicht ernst genug genommen haben, viele Menschen ja auch in der Sicherheitscommunity sind lange davon überzeugt gewesen, dass Computerviren eigentlich eine größere Bedrohung sind als echte Viren. So müssen wir jetzt schauen, was übersehen wir möglicherweise morgen. Ich bin der Überzeugung, dass Bedrohungen aus der Natur, den Gründen, wie wir die Natur behandeln, eine ganz wesentliche Rolle spielen und spielen müssen. Dürren beispielsweise, Klimawandel. Also besser darin zu werden, dass es uns nicht wieder passiert wie bei der Pandemie, dass wir etwas für unwahrscheinlich halten und deshalb nicht gut genug vorbereitet sind. Das sollte uns möglicherweise nicht passieren. Ich vermute,
über die Bedrohung durch Pandemien und die Bekämpfung von Pandemien wird jetzt überall die nächsten 10 oder 20 Jahre geredet werden. Wichtig ist deshalb, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, was übersehen wir möglicherweise noch? Worauf sollten wir besser vorbereitet sein? Denn nur gute Vorbereitung kann einem eine Chance geben, dass aus Krisen keine Katastrophen werden. Sagt Georg Maskolo. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Gern, Ihnen auch.